Hallo und herzlich willkommen, liebe Wunderkessel, Hexer und Hexen. Hier ist Kai und ich freue mich für euch heute ein wunderbares Rezept aus unserem Wunderkesselforum vorstellen zu dürfen. Es geht um eins der beliebtesten Gerichte der Deutschen. Es geht um die Currywurst. Genau. Natürlich machen wir die Wurst nicht im Thermomix, sondern nur die Currysoße. Und das ist auch relativ einfach. Wir brauchen gar nicht viel dazu. Ich zeige euch direkt, wie es funktioniert. Was ihr braucht, sind 20 Gramm Sonnenblumenöl. Man kann auch Olivenöl nehmen, aber Sonnenblumenöl ist etwas geschmacksneutraler. 120 Gramm Wasser oder 120 Milliliter, wie auch immer, das ist das gleiche in dem Fall. Ich sage halt immer Gramm, denn wenn ihr es im Thermomix einwiegt, dann misst ihr ja das Gewicht und nicht das Volumen. So, und ganz wichtig, 240 Gramm Tomatenketchup. Tut euch selbst einen Gefallen und nehmt nicht das billigste Ketchup. Da gibt es echt massive Unterschiede. Nehmt ruhig eins, das ein bisschen teurer ist. Das macht sich auf jeden Fall nachher bemerkbar. Schmeckt umso besser. Das Ganze wird 1,5 Minuten erhitzt. Und zwar auf 100 Grad in Stufe 2. Bei uns zu Hause ist übrigens immer die lustige Diskussion, heißt es der Ketchup oder das Ketchup? Ich könnte es nachschlagen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich finde es auch viel lustiger, wenn man sich da jedes Mal drüber streitet, weil ich sage eigentlich immer irgendwie beides. Und es fühlt sich beides auch richtig an. Ich schlage es mal nach und sage es euch gleich, wenn die Currywurstsoße fertig ist. So, es ist soweit und unser Freund Duden hat mir eine Antwort geliefert. Heißt es der Ketchup oder das Ketchup? Und Duden sagt ganz klar und eindeutig, es heißt der Ketchup oder das Ketchup. Es ist beides richtig. Aha, also völlig egal. Ihr braucht euch also zu Hause nicht zu schreiben, wenn jemand der oder das sagt, es ist beides korrekt. Aber wir haben ja nicht nur den Ketchup hier zu verarbeiten, sondern wir machen eine Currywurstsoße oder auch eine Schaschliksoße. Das erkläre ich euch gleich, wie ihr das auch noch machen könnt. Dazu wird das Ganze jetzt hier gewürzt. Ich habe diese Gewürze jetzt hier schon mal vorbereitet. Hierin befindet sich ein Esslöffel Currypulver, ein halber Teelöffel Cayennepfeffer. Mit Cayennepfeffer müsst ihr echt vorsichtig sein, weil das Zeug ist höllisch scharf. Also im Zweifelsfall, gerade wenn Kinder oder empfindliche Leute dabei sind, beim Essen lieber ein bisschen weniger und nachher vielleicht noch so ein bisschen drüber streuen. Ein Teelöffel körnige Brühe ist drin, zwei Esslöffel Zucker, ein halber Teelöffel Salz und eine Prise Pfeffer. Das Ganze kommt jetzt hier in unsere Ketchup-Öl-Wassermischung hinein und wird nochmal 5 Minuten auf 100 Grad gekocht. Stufe 2 natürlich. Und in der Zwischenzeit brate ich mir mein Würstchen an. Die Pfanne ist schon mal schön heiß mit Öl. Hier reichen 2 Currywürste. Ich schlitze die Haut immer so ein bisschen ein, damit die nicht reißt. Und die braten jetzt schön knusprig an. So, unsere Currysoße ist fertig. Ich lasse die jetzt mal noch kurz stehen, denn ich mache das immer so, wenn ich Currywurst mache, dann schneide ich die einmal klein und die Stückchen, die brate ich auch noch mal ganz kurz an. Dann wird das Ganze ein bisschen knackig. Also noch mal kurz rein, die einzelnen Stückchen. Nur so ein paar Sekunden noch mal an den Seiten anbraten. Wenn ihr also eine Schaschlikpfanne machen wollt, das könnt ihr natürlich auch, dann nehmt ihr euch Hähnchenbruststreifen oder auch Schweine-Minuten-Sticks, ihr bracht die kurz an, würzt die etwas mit Salz und Pfeffer. Dann macht ihr die Soße dazu und lasst das so 15 Minuten köcheln. Man kann da auch, dann ist es ein richtiges Schaschlik, noch Paprika dazu machen. Paprikastreifen, rote und grüne. Und das schmeckt dann richtig lecker, dann hat man wirklich einen schönen Hauptgang. Aber heute gibt es ja nur Currywurst. So, Wurst soweit fertig. Wollte ich nicht auf die heiße Platte stellen. Soße fertig. Und ich kippe die jetzt direkt aus dem Topf hier drauf. Also, man kann natürlich auch eine doppelte Menge machen, ne? Klar. Dann verlängert sich natürlich jeweils immer die Zeit beim Kochen so ein bisschen. Und wie ihr seht,
habe ich mir ein bisschen Platz gelassen hier auf dem Teller für Pommes oder Salat, aber das ist nur ein Beispiel für euch, was ihr dazu machen könnt, denn ich brauche nur die Currywurst. Und weil ich es gerne scharf mag, gibt es bei mir echt noch so ein bisschen Cayennepfeffer oben drauf und auch für die Deko so ein klein bisschen Currypulver auch noch oben drauf, falsche Seite, das wird zu viel. Wie gesagt, schön knackigen Salat dazu oder ein paar Pommes. Aber mir reicht das jetzt so und ich bin eigentlich fast schon traurig, dass ich keinen Holzpicker habe, um jetzt die Currywurst stilecht zu essen. Ich muss das mit der Gabel machen. Und ich habe eine Mickey-Maus-Gabel gefunden. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber es ist fast schon so cool wie ein Holzpicker. So, schauen wir mal. Super. Brauchst keinen Salat dazu. Auch keine Pommes. Reicht mir so. Oh, schön scharf. Wie gesagt, Leute, mit dem Cayennepfeffer vorsichtig sein. Ich finde es großartig und ich werde jetzt auch essen. Das war wieder ein schönes Rezept aus unserem Munterkessel-Forum, das ich euch heute hier vorgestellt habe. Wenn ihr eigene Rezepte habt oder Ideen habt oder sagt, Currywurst ist toll, aber das musst du auch unbedingt mal kochen, schreibt mir das hier unten in die Kommentare rein. Ich freue mich natürlich auch über ein Like hier bei uns am Video, wenn es euch gefallen hat. Und solltet ihr es noch nicht getan haben, müsst ihr auf jeden Fall den Munterkessel-Kanal hier abonnieren, denn nur hier gibt es tolle Tipps, Tricks rund um den Munterkessel, ums Forum und schöne Sachen aus dem Thermomix. Bis dahin sage ich alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss und guten Appetit.